Was war das? Oh mein Gott! Was hast du mir angetan? Mir wird schlecht. Okay, die Schokocreme ist auf der Orange. Miki, komm mal her. Ich habe etwas für dich. Oh, wirklich? Okay, okay. Pack deinen Finger mal aus und schließ deine Augen. Okay, hier kommt es. Jetzt kannst du die Augen öffnen. Grace, was hast du mir angetan? Dieser Film ist so gruselig. Oh, sorry, Miki. Ich habe mich voll erschreckt. Was zur Hölle, Grace? Jetzt ist überall Nagellack. Das reicht. Ich muss dagegen etwas tun. Ein Augenblick. Das ist eine tolle Idee. Oh ja, das wird ein epischer Streich. Na los, bekämpft endlich das Monster. Du bist gerade eindeutig abgelenkt. Ich habe etwas Limo und bin bereit für den Streich. Nun gieße ich die geschmackslose Gelatine rein. Nun muss die Kappe wieder drauf, damit ich es gut durchschütteln kann. Es muss gut durchgemixt sein. Okay, das war, denke ich, genug. Jetzt kommt der nächste Schritt. Das gieße ich nun in die Strohhalme. Das wird echt gut, wenn es fertig ist. Okay, alle Strohhalme sind voll. Die stelle ich nun zum Aushärten in den Kühlschrank. Nun kommt der schwierigste Teil. Abwarten. Okay, das war lang genug. Ich sehe mal besser nach. Oh ja, die sehen ziemlich fertig aus. Dann nehme ich sie aus den Strohhalmen heraus. Perfekt. Die sehen aus wie lange, wackelige Würmer. Ab in die Chipsschüssel damit. So gruselig. Ich kann gar nicht hinsehen. Ich habe die Schüsseln ausgetauscht und sie hat nichts bemerkt. Moment mal, was ist das? Was habe ich gerade gegessen? Oh, du isst wohl Würmer, hä? Darf ich auch mal? Oh, ich liebe ihre gummiartige Konsistenz. So lecker. Würmer sind einfach das Beste. Isst du auch so gerne Würmer wie ich, Grace? Oh mein Gott, Miki, du Ekel. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Vielleicht dieses Kleid? Ich weiß nicht. Nee, die Farbe steht mir nicht. Oh mein Gott. Wow. Nee, das Kleid gefällt mir nicht so. Oh mein Gott, die Jacke ist toll. Oh, ich liebe den Stoff. Yep, genau danach habe ich gesucht. Hey Miki, lass los, die gehört mir. Vergiss es, ich habe sie zuerst gesehen. Ja, gewonnen. Sie ist das allerletzte. Sie passt zu meiner Sonnenbrille und meinem Look. Sie glaubt, sie wäre cool. Als ob. Oh, hey, was haben wir denn da? Shh, verrate keinem. Ich leih dich kurz für einen Streich aus. Die Outfits wurden vertauscht. Nur noch den Hut anpassen und abwarten. Dieses Outfit steht mir sowas von gut. Das ist meine Chance. Nur ein kleiner Stupser. Was? Hat mich gerade jemand an der Schulter angetippt? Naja, zurück zu meiner Jacke. Ah, da war doch gerade etwas. Was? Aber ich sehe niemanden. Ich bin allein. Das war dann wohl nur Einbildung. Das klappt echt gut. Sie fällt darauf rein. Was? Oh nein, nein, nein. Die Puppe ist lebendig. Schnell weg. Behalt die Jacke. Ich mach die Fliege. Ja, yeah, der Streich war ein großer Erfolg. Ich kann das Buch nicht weglegen. Es ist so spannend. Oh mein Gott. Jetzt? Grace, Grace, Grace. Du musst sofort gehen. Na los, beweg dich. Ich brauche mehr Platz. Geh jetzt. Nein, ich war hier zuerst. Geh du doch. Miki, du verhältst dich wie eine Göre. Na warte, du Kleiner. Endlich. Okay, ich sollte mein Make-up auffrischen, bevor er hier ist. Wuhu. Das wird sie erschrecken. Okay, yep, meine Lippen sind fertig. Sch, Pflanze, ich stelle mich mal in deine Ecke. Ich sehe gut aus. Miki, schön dich zu sehen. Vielen Dank. Ich liebe dich so sehr. Du wirst nicht glauben, wie anstrengend mein Tag war. Was zur Hölle? Hat dir gerade jemand genießt? Können wir jetzt knutschen? Klar, ich möchte dich gerne küssen. Rette mich, Miki! Was zum... Grace, du bist das Allerletzte. Oh mein Gott, hier spukt es. Du hast meinen Freund verscheucht. Was soll das? Was meine ich heute? Was für ein Tag. Ich bin so müde. Manchmal ist sie echt schräg. Die Farbe gefällt mir gut. Das ist eine meiner Lieblingsfarben.
Wow, sieh dir das rein. Da ist so viel Staub. Es ist voll dreckig. Oh, sie hat etwas Dreck auf ihrer Schulter. Grace, hör auf. Ich versuche zu malen. Okay, aber du hast etwas Schmutz. Grace, das ist mein Ernst. Alles sieht so schön aus, wenn es entstaubt wurde. Perfekt. Sieht das nicht schmackhaft aus? Rein mit dir. Das Fenster könnte auch eine Reinigung vertragen. Ah! Mickey? Das ist meine Chance, ihre Leinwand zu putzen. Meine Farbe! Was ist passiert? Grace? Ich putze nur den Teppich. Oh, das wird sie mir sowas von bezahlen. Mal sehen. Ist sie hier? Nein, die Luft ist wohl rein. Da ist er, ihr Lieblingsputzeimer, der ganz alleine dort steht. Es wäre ein Jammer, wenn irgendwie Farbe dort hineingelangen würde. Nun wartet eine Riesenüberraschung auf sie. Psst. Ich verstecke mich, um alles beobachten zu können. Ach, putzen ist harte Arbeit. Puh. Gleich passiert es. Mit dem Boden bin ich fast fertig. Was zum... Ah, alles ist blau. Erwischt. Mickey. Ah, jetzt kannst du was erleben. Puh, ich schwitze noch vom Training. Ich brauche einen gesunden Smoothie. Hey, Grace. Yeah, du stopfst aber viel Junkfood in dich hinein. Mir noch egal. Viel Spaß mit deinem Flüssiggemüse. Ich liebe Avocados. Und sie enthalten gesunde Fette. Raus mit dir und ab in den Mixer. Dann kommen die restlichen Zutaten hinein. Das ist echt eklig. Und er ist fertig. Bestell ein Glas. Oh, ich sehe jetzt schon, dass er gut schmecken wird. So, das sollte erstmal reichen. Hm, das bringt mich auf eine gute Streichidee. Das wird etwas eklig, aber ich stecke meinen Finger in ihr Glas. Yep, das ist die perfekte Farbe. Nun brauche ich mein Handy. Perfekt. Mit dem Greenscreen sieht es so aus, als hätte ich keine Finger. Oh nein, Mickey. Etwas ist mit meiner Hand passiert. Was? Deine Hand? Ah! Oh, wow, sie ist ohnmächtig. Hallo? Ja, hier ist Mickey. Sie ist ohnmächtig. Ja, mal wieder. Bitte beeilen Sie sich. Oh, ich liebe Männer in weißen Kitteln. Oh, passen Sie auf, nicht über Mickey stolpern. Moment, ist sie mein Patient? Ja, genau, das ist sie. Genau da. Okay, dann schaue ich mal, was ich tun kann. Hallo? Mickey? Zeit aufzustehen? Oh, wow. Ein echter Prinz will mich retten. Nein, ich bin nur ein Doktor. Hast du dir den Kopf gestoßen? Na los, bring mir sie wieder auf die Beine. Was zum? Ich muss weg. Echt jetzt? Hätte nicht gedacht, dass Ärzte so schreckhaft sind. Grace, du bist zu weit gegangen. Du bist nur sauer, weil dir das nicht eingefallen ist. Du meinst? Ah, wow, Mann, bin ich müde. Ich hatte so viel Spaß auf der Party. Hm? Was ist mit dir los? Hey, du trägst die Jacke, die ich wollte. Du warst das also. Du hast mich erschreckt, um den Mantel zu bekommen. Ein Augenblick. Es steht unentschieden? Oh Mann. Hör zu, ich bin viel cooler als Mickey, okay? Meine Streiche waren viel besser. Ich sollte gewinnen. Von wegen, Mickey. Du wirst sowas von ablosen. Die Zuschauer, sie können entscheiden, wer gewonnen hat. Ja, gute Idee. Hey, kommentiert, wer eurer Meinung nach der Sieger dieses Streichwettbewerbs ist. Liked das Video und teilt es mit Freunden. Wer hat eurer Meinung nach gewonnen? Schreibt es in die Kommentare. Und vergesst nicht, unseren Kanal für mehr lustige Videos auszuchecken.